Jeder fünfte Deutsche geht campen und es werden immer mehr. Jährlich werden weit über 100.000 Wohnmobile und Wohnwagen verkauft. Und allein im letzten Jahr ist der Verkauf noch mal um knapp 30% gestiegen. Heute die Besten aus Wir werden Camper. Rabea und Yannick, unser jüngstes Camperpärchen, mit Mut zur Marke Eigenbau. Ganz am Anfang habe ich erst gedacht, boah, nee. Aber ich muss sagen, eigentlich hat Rabea von ihrer Idee, von ihrem Traum da nie wirklich abgelassen. Ein 30 Jahre alter Wohnwagen wird zum Wohnparadies. Mit Tipps zum Nachmachen. Boah, das sieht richtig gut aus, Yannick. Ja. Hast du richtig gut gerettet. Ja, danke. Ja. Super. So ansteckend kann Liebe sein. Ich finde das auch richtig schön, dass der Yannick mir zuliebe das alles hier mitmacht. Ne? Aber ist schon alles perfekt, würde ich sagen. Das läuft da super. Ja, auch Tierliebhaber sind unter unseren Besten. So wird das Wohnmobil zur kleinen Farm. Viele Menschen, viele Tiere. Ganz ehrlich, Chaos steht bei uns auf der Tagesordnung. Und jede Menge Spaß, denn bei den Rosenbergers läuft nichts nach Plan. Das sind so die Momente, an denen kann man auch echt jahrelang sich erfreuen. Seid ihr abfahrbereit? Wir sind sowas von abfahrbereit. Grenzenlose Freiheit und Platz für verrückte Ideen. David und Alex wollen es ganz individuell. Diesen alten Feuerwehrwagen haben sie zum Reisemobil umgebaut. Jetzt ist Arbeit angesagt. Fühlt sich hier richtig wohl gerade. Du auch. Ich auch, ja. Schweden, eines der letzten Länder, wo Wildcampen in Europa noch erlaubt ist. Oh, wie schön. Mal hast du schon einen kleinen Yoga-Space. Ja, stimmt. Ach. Richtig gut. Wie schön. Unsere besten Camperinnen und Camper. Menschen und Träume. Jede Menge Erlebnisse und Abenteuer. Millionen Haustierbesitzer haben wir in Deutschland. 10 Millionen davon haben einen Hund. Und Herrchen und Frauchen wollen natürlich auch Camping machen. Komm mal her, komm mal her. Unsere nächste Familie, die hat nicht nur einen Hund, sondern gleich drei. Dazu zwei Pferde und drei Kinder, zu 10 im Wohnmobil. Ich würde sagen, das wird knapp. Unsere Vierfüßer-Camper. Viele Menschen, viele Tiere. Ganz ehrlich, Chaos steht bei uns auf der Tagesordnung. Noch nie war die ganze Familie zusammen im Urlaub. Die Tiere waren bislang außen vor. Das wollten die Rosenbergers ändern. Camping zu 10. Wie das funktioniert, haben sie uns gezeigt. Ja, gibst du mir mal deinen Ball? Mach mal Sitz. Guckst du mit? So, guck mal. Die Grundvoraussetzung ist dann sicherlich, dass die Heckgarage für die Hunde dann, dass die so groß ist, dass man tatsächlich nicht die komplette Heckgarage verliert. Eine große Garage ist Pflicht, denn da sollen die Familienhunde Platz finden. Die Familie muss lange nach dem richtigen Fahrzeug suchen und braucht dann auch noch eine Spezialwerkstatt für den Umbau. Yeah! Das gute Stück! Das gute Stück, hier ist er. Das Projekt Hundeabteil ist gerade im Bau. Das hier wäre eigentlich ein Kleiderschrank gewesen, Stauraum. Da war eine Tür drinne und da kam die Idee, da muss doch irgendwie die Möglichkeit sein, dass da die Hunde mitfahren können. Hier kommt eine Schiebetür rein und dann können die hier bequem rein und rauslaufen. 3.000 Euro kosten, damit auch die Vierbeiner sicher mitreisen. Inklusive Fenster, Belüftungssystem, Heizung und Kamera. Genial, oder? Also bei mir wäre ich auch gerne Hund. Bleibt abzuwarten, ob die Weimaraner Bibo und Ernie und der Mops Kalle das Campen auch so toll finden wie ihr Frauchen. Der Umbau ist fertig. Ob die Vierbeiner ihr Abteil in der Heckgarage annehmen? Kleines, dickes Etwas. Boah. Sonst wäre der aufwendige Hundeumbau am Ende gar für die Katz. Und hier hoch. Komm. Ja, prima. Komm. Auf. Voller. Bibo kann es kaum erwarten. Ernie ist noch zögerlich.
Und Kalle hat die Ruhe weg. Kalle! Kallchen! Hopp, lauf! Hopp. Lauf! Nein, der soll laufen, dass es lernt. So. Hey. Sitz! Brauchen wir schon so einen Raubtierkäfig, ne? Frank hat den Umbau seiner Frau überlassen. Super toll geworden. Also gefällt uns richtig gut. Und ja, die Hunde fühlen sich wohl auch schon wohl. Hunde und Kinder sind für die erste Campingtour zu zehnt bereits verladen. Fehlt noch der Pferdeanhänger für Frieda und Scarlett. Da sind noch 5 Meter gefühlt. Ja, noch. Stopp. Das ist jetzt die Feuertaufe. Da müssen wir jetzt durch. Ziel des tierischen Reisetrosses, ein Campingplatz mit Pferdekoppel mitten in der Lüneburger Heide. Hier sind Auslauf für die Hunde und tolle Reitwege garantiert. Langsam. Gut. Da sind sie. So. Urlaub nach Maß. Für die Stuten gibt es weitläufige Koppeln. Und auf der Parzelle ist genug Platz für die großen Vierbeiner. Aber einer fehlt noch. Kalle, komm. Der war im Tiefschlaf. Habt ihr euch überlegt, wo ihr hin wollt? Wir reiten vor, wir fahren ganz langsam mit der. So, Lenny weiß, wo lang geht. Hier links. Ritt auf den Pferden und den Drahteseln durch die Lüneburger Heide. So haben Melle und Frank sich das erhofft. Nur die beiden Stuten haben eine eigene Vorstellung davon, wie ein gelungener Urlaubstag aussehen soll. Nein! Scheiße! Achtung! Das sind so die Momente, an denen kann man noch echt jahrelang sich erfreuen. Der tierische Womo-Trip mit Großfamilie. Ein unerwartet stressfreier Campingspaß. Mein Highlight von der Reise war tatsächlich, überhaupt mal mit diesem ganzen Tross unterwegs zu sein. Das war ein schöner erster Großausflug. Camping zu zehnt mit Hunden und Katzen. Die Rosenbergers haben uns bewiesen, dass das geht. Und auch das gibt es bei unseren Besten im Feuerwehr-Oldtimer nach Schweden. Seid ihr abfahrbereit? Wir sind sowas von abfahrbereit. Nur in Skandinavien gibt es das Jedermannsrecht. Ein absoluter Traum, Schweden. Do it yourself im gebrauchten Wohnwagen, nicht ohne Hürden. Da haben wir uns schon so ein bisschen verschätzt, kann man schon sagen. Camping im XXS-Format, eine Knutschkugel zum Verlieben. Das ist total cool, oder? Küche, der Ankleideraum, ja. Alles in einem. Wohnwagen sind ja der Camping-Klassiker. Über die Hälfte aller zugelassener Freizeitfahrzeuge sind Wohnwagen. Und den hier, den finde ich besonders interessant. Der hat nämlich das hier. Ein eigenes beheiztes Skifach. Nicht schlecht, oder? Fürs Wintercamping optimal. So. Was so ein Wohnwagen kostet in dieser Kategorie und wie er von innen aussieht, das schauen wir uns später an. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem nächsten Paar. Denn die beiden, die haben eine besondere Herausforderung. Sie haben kleines Geld und auch ein kleines Zugfahrzeug. Denn sie suchen einen besonderen Wohnwagen für ihren Fiat 500. Unsere Wohnwagencamper. Welchen Wohnwagen kann dieses Auto ziehen? Wie groß darf der sein? Rabea und Yannick waren mit ihrem Kleinwagen zum Camping in den Niederlanden. Der Wohnwagen muss ein relativ leichtes Leergewicht haben und ich glaube, das ist schon extrem schwierig. Gängige Modelle sind zu schwer für einen Kleinwagen. Rabea und Yannick versuchen ihr Glück bei einem Händler, der auf Minicamper spezialisiert ist. So, kommt mal rein. Das ist das Modell Premium, ja. Mit Bettkasten. Ihr Fiat darf maximal 800 Kilo ziehen, ungebremst sogar nur 400. Eine weitere Herausforderung, das Budget ist begrenzt. Maximal 4.500 Euro wollen sie für den Camper und die Erstausstattung ausgeben.
Wo sind wir dann? Bei? Dann sind wir knapp bei 5.600 Euro. Oh, okay. So in der Ausstattung, wie er jetzt ist. Okay, das hier ist super schön, aber das ist nicht leider drin, ne? Nee. Die Minicamper sind entweder zu teuer oder zu schwer. Im Internet stoßen sie auf ein altes Modell aus der DDR. Der Queck ist Kult. Er wiegt nur 360 Kilo und bietet 2 Schlafplätze. Der passt in die Garage, der kann vom Fiat gezogen werden. 3.800 Euro kostet der 35 Jahre alte Oldtimer. Gemeinsam mit Rabeas Papa Klaus holt das Paar die Knutschkugel ab. Aber das ist total cool, oder? Mein Schlafzimmer, Wohnzimmer, die Küche, der Ankleideraum. Ja. Alles in einem. Auf 1,80 x 1,90 kann sich das Paar richtig schön ausbreiten. So geht, ne? Ich lieb's. Klappt ja schon. Hauptsache die Federung ist auch gut. Richtig gut. Der alte Queck bietet als einziger viel Platz bei geringem Gewicht. Einziger Haken, der Innenraum ist renovierungsbedürftig. Für Rabea ist klar, um eine gründliche Kernsanierung kommen sie nicht herum. Sie zeigen uns, wie das mit wenig Geld und ohne viel Erfahrung funktionieren kann. Scheiße. Irgendwas doof? Ich bin jetzt auch ein bisschen abgerutscht mit dem modogen Cuttermesser hier. Aha. Ja, aber ist nicht schlimm. Ich mach da nicht. Ich finde, das sieht total kacke aus gerade. Vom Werkeln haben die beiden wenig Ahnung. Aber Yannick ist kreativ. Der 26-Jährige kaschiert die Kanten einfach mit einer Knickleiste. Boah, das sieht richtig gut aus, Yannick. Ja? Super. Den Umbau haben sie geschafft. Nur überzeugt das Ergebnis auch in der Praxis? Rabea und Yannick steuern einen Campingplatz in den Niederlanden an. Und wie war die erste Grenzüberfahrt? Richtig geil. Ja, hat voll Spaß gemacht. In Well verbringt das Paar seinen ersten gemeinsamen Campingurlaub. Renovierung und Ausstattung ihrer Knutschkugel haben 800 Euro gekostet. Arbeitsstunden mal nicht mitgerechnet. Aus der aktuellen Sicht würde ich mich immer wieder für den Wohnwagen entscheiden. Ich finde, da kann man schon stolz auf sich selber sein, beziehungsweise da können wir stolz auf uns sein, dass wir das auch so gut geschafft haben selber. Den Traum vom Mini-Wohnwagen haben sich Rabea und Yannick mit kleinem Geld erfüllt. Und dieses Jahr wollen sie bis ans Meer damit. Ich sag mal so, so einen Luxus habe ich doch nicht mal zu Hause. Dieser Wohnwagen hier, der kostet 95.000 Euro. Dafür bekommt man fast 17 Quadratmeter Wohnfläche. Fußbodenheizung und Internetrouter sind bereits eingebaut. Zum Kochen gibt es Gas- und Induktionsplatten, Mikrowelle und Backofen. Alles vom Feinsten. Unsere nächste Familie, die greift nicht so tief in die Tasche. Die kauft sich einen alten, gebrauchten Wohnwagen. Der kostet 8.000 Euro, ist schon 20 Jahre alt. Und ich würde sagen, rein optisch eigentlich ein Fall für den Restaurator. Aber Familie Handke, die ist mutig. Die nimmt das Ganze selbst in die Hand. Ja, das ist er! Mit diesem alten Wohnwagen haben Julia und Stefan Handke große Pläne. Die Aufteilung mit Doppelbett und Etagenbett für Sohn Klaas passt für die jungen Eltern. Alles andere nicht. Der Look der 90er soll weg. Also er soll schon heller werden. Das ist mir noch alles sehr erdrückend und ein bisschen oll. Ja, die Umgestaltung auf jeden Fall. Einfach, dass es dann zu unserem kleinen Zuhause wird. Ein stilvoller Wohnwagen mit kleinem Budget. Wie das gelingt, zeigen die Handkes. Julia und Stefan legen sich ins Zeug. Trotz Vollzeitjob werkeln sie fast jeden Feierabend am Wohnwagen. 6 Wochen brauchen die beiden. Dann geht's ab zur Südsee. Vor der Abfahrt foliert Stefan noch die Schrankfronten. Und richtig gut geht das auch noch nicht. Wichtig ist ja auch, dass es von vorne gut aussieht. Ja. Für mich wäre das überhaupt nichts. Nee. Ich hätte da 100 Blasen drin und krumm und schief. Gefallen mir überhaupt nicht, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine andere Idee, dass es vielleicht noch verbessern könnte. Vielleicht müssen wir die Kanten doch streichen. Wo wir dann so angefangen haben, die ersten Schränke irgendwie rauszunehmen oder so, haben wir dann schon gemerkt, oh Mensch, ist ja doch ganz schön viel. Und da haben wir uns schon so ein bisschen verschätzt, kann man schon sagen. Aber aufgegeben wird nicht. Die Handkes schaffen das kleine Campingwunder. Ihr Möhrchen, so haben sie den Wohnwagen getauft, wird gerade rechtzeitig fertig.
Wir sind endlich unterwegs. Wir haben das Möhrchen vollgepackt, hinten dran geworfen. Der Hund ist da, Klasi ist da, wir beide sind da. Jetzt kann das Camping-Feeling wirklich starten. Und zwar im Südseecamp in der Lüneburger Heide. Mit über 700 Stellplätzen einer der größten Campingplätze Deutschlands. Urlaub haben sich die Handkes echt verdient nach all den Umbaustrapazen. Aber wie immer heißt es zuerst anpacken. Ich komme nicht dran. Schon wieder keinen richtigen Hocker mit. Weiter! Immer weiter. Dann mach. Okay. Nach 45 Minuten steht das neue Luftvorzelt für 600 Euro. Ihr Zuhause für die nächsten Tage ist fertig. Die Handkes sind zufrieden mit dem Ergebnis. Und Julia gibt ihrem Campingnachbarn Sebastian bereitwillig eine kleine Roomtour. Ta-ta-ta-ta! Wow. Ui, das ist Hammer. Normal hast du dieses, keine Ahnung, Eiche, rustikal oder was auch immer. Und du bist jetzt mit Weiß und mit diesen anthrazitfarbenen Griffen und allem. Das erinnert nicht mehr an Wohnwagen. Sehr genau, cool. Genau, Tisch neu. Tischplatte habt ihr auch selber gemacht. 1000 Euro hat die Renovierung gekostet. Neue Klebefliesen im Bad und ein moderner PVC-Boden machen den Look perfekt. Jetzt ist es richtig schön und clean und hell und gemütlich und unsers. Ne? Also dadurch, dass man auch wirklich in jeder Ecke mal war, um zu streichen und zu putzen und so, ist es jetzt wirklich, man es einmal richtig kennengelernt. Ne? Prost. Handkes haben uns gezeigt, auch ein 20 Jahre alter Wohnwagen kann mit Fleiß und Kreativität zu einem schönen, gemütlichen Ferienhäuschen werden. I want to break free. So, und zack, fühlt man sich wie zu Hause mit dem Staubsauger. Und für manche Camper ist das ja auch ihr zweites Zuhause. Wie für Familie Hesse. Die macht nur noch Urlaub an der Nordsee, und zwar als Dauercamper. Einzelbetten, Janik. Ja, aber hier wird der Preis ist heiß. Zeig mal. 8.950. Nicole, Jörg und Sohn Janik lieben die Nordsee. Seit 8 Jahren verbringen sie ihren Urlaub im Nordseebad Dangast. Dort haben sie im letzten Jahr einen Stellplatz gemietet. Und dafür brauchen sie noch einen Wohnwagen. Es wird spannend, denn schön soll er sein, aber bloß nicht teuer. Hallo. Hallo. Moin. So. Moin. Hier würden wir gerne mal einen Blick reinwerfen. Okay, dann schauen wir mal. Die 52. Das Karussell geht rund. Das Limit liegt bei 7.000 Euro. Erstmal bei einem Händler gucken. Der wartet die gebrauchten Wagen und übernimmt die Gewährleistung. Das kostet zwar extra, gibt aber Sicherheit. Aber so von der Aufteilung her ist dieser hier schon mal gut, auf jeden Fall. Die Richtung ist schon richtig. Ja. Dieser ist 1.000 Euro zu teuer. Selbst für gebrauchte Wohnwagen sind die Preise oft hoch. Die Nachfrage ist im letzten Jahr um 10% gestiegen. Über 80.000 Gebrauchtwagen wechseln jährlich den Besitzer. Für Familie Hesse war die Suche nicht einfach. Es hat überhaupt nicht gefunkt bei dem Wagen. Also zumindest bei mir nicht. Bei den Herren sah es ja anders aus, aber nein. Gekauft wird aber erst, wenn alle überzeugt sind. Ferienbeginn ist in 8 Tagen. Aber es gibt ja einige Gebrauchtwagenhändler. Nur 5.880 Euro kostet dieser gut 20 Jahre alte Wohnwagen. Ein guter Preis, aber... Mich stören die Fenster. Ja. Du brauchst aber eigentlich keine Bedenken bei haben, weil die sind ja doppelt verglast. So, und wenn die nur von innen so ein bisschen zerschrappt sind, da passiert eigentlich nichts. Wir werden schon einen finden. Gut Ding will Weile haben, ne? Eine neue Hoffnung. Ein Angebot von privat. Nicole ist zwar skeptisch, aber das Angebot klingt gut. Dann sehen wir uns gleich. Bis gleich, ich freue mich. Okay. Tschüss. Der private Wohnwagen soll 6.850 Euro kosten. Auf den ersten Blick wirkt er ganz gepflegt. Eine Garantie wie beim Händler gibt es hier allerdings nicht. Die Ecken nehmen, ja. Würde ich auch sagen. Sehr schick. Zeig mal bitte die Betten. Sieht gut aus. Das ist top. Der ist top. Oh ja, oh ja. Der ist gut. Der ist gut. Der ist schön. Wir haben selten so einen gepflegten Wagen gesehen. Ja. Könnten wir uns auf 6,5 einigen?
Wäre das in Ordnung? 6,6 hört sich top an, oder? 6,6 können wir das verpassen. Los, machen wir. Ja, los, machen wir. Direkt an. Drei sind einer Meinung. Die Hesses schlagen zu. Ob das ein guter Deal war, muss sich noch zeigen. Ihr Traumziel ist die Nordsee. Hier auf einem Campingplatz direkt am Meer soll ihr neuer Wohnwagen jetzt dauerhaft stehen. Moin! Moin. Wir haben es geschafft. Ja. Mit Wohnwagen dieses Jahr. Mit Wohnwagen, ja. Das habe ich gehofft. Fehlt noch der Aufbau des Vorzelts. Zwei Stunden später macht sich auch schon Urlaubsfeeling breit. Ja, ist beim Campen natürlich auch so, ne? Nachbarschaftspflege muss ja gehalten werden. Also, aber hallo, das ist das so Wichtigste hier, oder? Ja, ich kann ja immer essen. So ein kleiner Snack, wo zwischendurch geht doch immer. Erstmal aufbauen lassen. So, und dann geht man mal rüber und sagt, guten Tag, ich bin der und der. Und ja, meistens mit einem Bierchen oder einem kleinen Kurzen dabei. Und jetzt haben wir gerade Fleisch übergehabt. Da geht man mit Fleisch rüber. Vor 8 Jahren haben sie ihre Liebe zur Nordsee entdeckt. Jetzt haben die Hesses ihr Camperparadies gefunden. Ein eigenes kleines Feriendomizil, das sie auch dieses Jahr so oft besuchen können, wie sie wollen. Jetzt aufgepasst, hier kommt die Königsdisziplin für alle Camper. Rückwärts einparken. Wieder ein bisschen gerade hinten. Gut. Für mich das erste Mal im LKW. Aber mein Fahrlehrer, Herr Schmidt, weiß, wie es geht. Gerade, noch weiter drehen. Gut, jetzt ist gerade. Treffen wir mittig. Super, perfekt. Erst mal einpacken. Das ist gar nicht so einfach, mit so einem riesen Koloss hier einzupacken. Zu unserem nächsten Top-Reiseziel geht es übrigens auch mit einem echten Schwergewicht, und zwar mit einem Unimog. Das Lieblingsreiseziel unseres nächsten Paares ist Schweden, und Schweden ist ein echtes Camping-Schnäppchen. Mit durchschnittlich 34 Euro hat Schweden die günstigsten Campingplätze in ganz Europa. Da ist nur noch Wildcampen günstiger. Und genau das machen Alexandra und David. Einmal Schweden bitte. Da, wo Übernachtungen in der Natur noch erlaubt sind. Anna, seid ihr abfahrbereit? Wir sind sowas von abfahrbereit. Im umgebauten Unimog die Natur erleben. Ganz unmittelbar und ganz nah. Nur das ist echtes Campen für Alex und David aus Bonn. Mit Freunden sind sie in die Provinz Småland gefahren. Eigentlich stehen wir lieber frei. Also am liebsten stehen wir irgendwo an wirklich an ganz besonderen Spots, wo man für sich alleine ist. Sie suchen die Ruhe abseits gut besuchter Campingplätze. Das bleibt auch in diesem Jahr für viele eine Herausforderung und ist oft schwieriger als erwartet. Dieser Weg führt nicht ans Ziel. Mit 7 Tonnen ist ihr Camper zu schwer. 20 Kilometer Umweg ganz umsonst. In Sichtweite liegt ein schöner See. Blöd nur, dass der Weg nicht ans Ufer führt. Wir haben uns jetzt gerade mal hier unten die Stelle angeguckt. Wir fahren weiter. Wir finden es nicht nah genug am Wasser. Wir kundschaften jetzt einfach noch mal 2 Spots aus. Ja, dann sehen wir weiter, ob wir was Besseres finden. Fahren wir denn den Weg weiter oder fahren wir zurück? Das ist eine Sackgasse. Die Beschilderung ist zwar hübsch, aber nicht gerade hilfreich. Leider gibt es viele Privatwege. Einfahrt nicht erlaubt. Vielleicht kennen die deutschen Urlauber einen Schleichweg? Der Weg endet da hinten auch und dann ist auch frei. Okay. Ja, ist das so. Müssen wir jetzt einfach ein gutes Stück zurück. Und dann fahren wir mal auf größere Straßen wieder. Ja, los geht's. Es ist unheimlich schwer, hier an der Stelle an den See zu kommen, weil so viel Wald drumherum ist. Das haben wir unterschätzt. Also es gibt ein paar Zugänge, die sind meistens privat und dazwischen ist halt dann Wald und da kommt man nicht hin. Deswegen fahren wir jetzt irgendwie zum 3., 4. Mal nochmal eine andere Stelle ab. Wild campen, unwegsames Gelände erobern und abgelegene Spots erkunden. Davon träumen Extremcamper wie Alexandra und David. Jetzt ist Arbeit angesagt hier. Wir fahren über eine kleine Brücke, jetzt geht's hier richtig los. Ich habe mehr Sorge, dass der mir auf der Teerstraße verreckt als hier. Der fühlt sich hier richtig wohl gerade. Du auch. Ich auch, ja. Das ehemalige Feuerwehrfahrzeug ist mit Baujahr 90 ein echter Oldtimer. Auch heute ist er selbst im schwierigen Gelände nicht zu bremsen. Man merkt, also es dreht kein Reifen durch, es ist gerade Traktion, völlig easy. Es rumpelt zwar ein bisschen, aber wir marschieren hier einfach durch. Viele Offroad-Camper schwören auf den Unimog. Eigentlich ist er ein Nutzfahrzeug. Viel Platz bietet er nicht, aber robust ist er. Wenn du einmal mit dem Virus Unimog infiziert bist, kommst du nicht mehr raus. Entweder kauft man sich einen neuen 11er Porsche oder es kommt zum Unimog.
Und damit kommen die Camper dann auch abseits der Straße noch weiter. Wir fahren gerne in die Wüste, Marokko, Mauretanien. Und da kommt man eigentlich mit dem Auto am weitesten. Offroad-Camper, Expeditionsmobilisten oder Overlander, so nennen sich die Abenteurer. Natürlich schmunzeln die über klassische Wohnmobile. Das ist so ein bisschen Individualreisen, als wie die Weißware. Ja, sagt man so. Die weißen Camper und Wohnmobile. Ist jetzt böse, gell? Wir meinen, jeder wie er mag. Ja, du bist im Prinzip auch so ein bisschen unglücklich, wenn du jetzt eine Urlaubstour machst und hast nicht einmal irgendwie die Hand anlegen musst. Du musst irgendwo dran schrauben, irgendwas flicken oder so. Das geht eigentlich gar nicht ohne. Und wo viel Technik ist, gibt's immer was zu reparieren. Was ich toll finde, ist eine Reifendruckregelanlage. Was ich klasse finde, wir haben ein UG100-Getriebe, was lang übersetzt sich, sich schön schalten lässt. Ein Splitgetriebe nochmal zusätzlich, eine Arbeitsgruppe zusätzlich, was einfach ein tolles Fahren ist. Es gibt keine Wünsche mehr offen. Wunschlos glücklich also, bis zum Schluss. Ich werde dem Ding Feuer bestattet, wenn es mal so weit ist. Aber erstmal bleiben wir noch Offroad. Alex und David suchen immer noch ein Nachtlager. Endlich ein Stellplatz mit direktem Seezugang. Ein Geheimtipp ist der schon lange nicht mehr. Erst recht nicht in den Sommerferien. Das hatten sich die beiden Wildcamper anders vorgestellt. Heute war irgendwie der Wurm drin. Ich habe schon ein bisschen ruhiger noch erwartet. Aber es ist auch logisch irgendwo, weil 2/3 aller Schwedenurlauber bleiben halt im Süden. Stimmt, weil es hier so schön ist. Die Reise geht weiter gen Norden. Alex liebt Yoga und hat sich einen Platz am See ausgemalt. Ist hier endlich der ersehnte Stellplatz nur für sie alleine? Perfekt. Oh, wie schön ist das denn hier? Guck mal, da hast du schon einen kleinen Yoga-Space. Ja, stimmt. Ach. Richtig gut. Wie schön. So habe ich mir das vorgestellt, dass man nicht den ganzen Tag nur fährt, sondern auch mal nur einen halben und dann die Hängematte auspackt oder die Angel. Frischer Fisch zum Abendessen, selbst geangelt. Das wäre ein krönender Abschluss. Also was ja in Deutschland schon echt ganz besondere Fische sind, eine große Forelle, Barsch, das ist ja hier echt absoluter Standard, ne? Also das ist für jeden Angler in Deutschland ein absoluter Traum, Schweden. Und es ist absolut ruhig hier. Ein Fisch hat zwar nicht angebissen, aber David will dennoch ein Lagerfeuer machen. So richtig romantisch, wie die beiden sich ihren Schwedenurlaub vorgestellt haben. Und wir übrigens auch. Das ist Meditation für mich. Das ist absolute Meditation. Das sind so Dinge, ich weiß auch nicht. Das kann ich 8 Stunden machen, dann geht's mir gut. Alex und David haben ihr Plätzchen zum Wildcampen gefunden. Aber ist das wirklich erlaubt? Das Jedermannsrecht in Schweden ist eine alte Tradition, gilt aber nicht für motorisierte Fahrzeuge. Die Schweden dulden es trotzdem. Sie haben nämlich gleich nach den Finnen die 2 meisten Wohnmobile pro Kopf und campen selbst gerne direkt am See. Und damit überzeugen unsere Besten uns auch mit Selbstgemachtem. Heute gibt es Pilzrahmengeschnitzeltes. Ein alter Trend kommt beim jungen Campen groß raus. Einwecken für unterwegs, leicht und lecker. Abends ist die Auswahl dann relativ groß. Curry. Alles dabei. Curry, Leberkäse. Ja. Also, da sind schon so ein paar Sachen. Zurück in Hatting mit den Erbslös und ihr seid ja auch einsame Spitzenreiter, was die Wegstrecke angeht. Irgendwie mit eurem Schätzchen knapp 19.000 Kilometer habt ihr jetzt schon hinter euch. Ja. Würdet ihr sagen, ihr seid jetzt mittlerweile schon Profis? Nö. Nee. Aber wir sind nicht mehr, wie das hier steht, Anfänger. Wir werden Camper. Ich schätze schon, dass wir Camper sind. Also ihr seid jetzt Camper. Wir sind angekommen. Ja. Ja. Schön. Ja. Jetzt habe ich euch als erfahrener Camper mal 3 Sachen mitgebracht, von denen ich glaube, dass man die als Camper ganz gut gebrauchen kann. Und ihr dürft eine davon behalten. Ja? Zum Beispiel, wir fangen mal an. Ja, wir fangen mal an hier mit dem Mülleimer. Könnt ihr den gebrauchen? Ich habe einen eigenen besseren von mir gemacht. Okay. Dann hatten wir Thema Kaffee. Eine kleine Kaffeemaschine. Ist das was für euch? Nee, es gibt so wenig Kaffee, was? Espresso. Nee.
Alles nichts für euch. Nein, nö. Dann packen wir den mal in den Mülleimer. Pack den mal in die Tonne, in die Mülltonne. Dann haben wir hier noch eine, ich nenne es mal Abwaschhilfe. Abwaschhilfe. Ja. Also ich hätte jetzt so spontan gesagt, so ein Teigschaber oder irgend sowas. Kann man sicherlich dafür bestimmt auch nutzen, aber ist eigentlich auch dafür gedacht, um die Teller so ein bisschen sauber zu kriegen vorab. Könnte man mit Papier machen, mit Papier hat man wieder Müll. Ja, das ist gut. Dann würde ich sagen, das finde ich praktisch. Wenn ihr euch hierfür entscheidet, testen wir das gleich mal. Ich übergebe schon mal, aber bevor wir das testen, gucken wir uns jetzt erstmal nochmal gemeinsam an, was ihr auf euren Reisen alles so erlebt habt. Und Sie können jetzt mal mitraten, was die Erbslös definitiv nicht mehr machen werden. Unsere Meilenfresser-Camper. Wir sind 43 Jahre zusammen heute. Und wir holen unser Auto. Ja! Ab in Schormann starten in einen neuen Abschnitt. Vor 40 Jahren waren die beiden mal campen und sind nun wieder eingestiegen. Ein niegelnagelneues Wohnmobil für 59.000 Euro wurde zu ihrem zweiten Zuhause und hat in wenigen Monaten ihr Leben drastisch verändert. Die beiden waren nur noch auf Jück. 19.000 Kilometer. Damit sind sie unsere aktivsten Camper. Das war einfach so vom Gefühl her. Die Zeit ist jetzt reif. Das musst du jetzt machen. Weiß ich nicht, ob das neuer Frühling wird, keine Ahnung, aber vielleicht so was Ähnliches. Nicht? Das erlebt man ja schon mal in Beziehungen, dass das immer mal wieder so kommt. Nicht? Dass das Alteingefahrene auf Seite gelassen wird, dass man was Neues wieder beginnt. Das ist ganz schön. Stellen wir uns vor. Wir hoffen auch beide, dass das funktioniert. Ja. Ja, richtig. Ihre erste Reise machen die Erbslös nach Norddeutschland. Dann erkunden die beiden den Rhein und das verschneite Bayern. Im zweiten Sommer zieht es das Paar an die Ostsee und nach Frankreich. Und zuletzt richtig weit weg, nach Spanien an die Costa Dorada. Ein Erfahrungsschatz, der uns beeindruckt. Alles beginnt mit der Jungfernfahrt nach Niedersachsen. Campen bei Freunden auf dem Hof. Sollen wir hier stehen bleiben oder wie hat sie das gedacht? Du, da müssen wir noch mal schnell. Ihr müsst euch wie du denkst. Mal gucken. Hier wollen sie in Ruhe aufbauen und ihre ersten Eindrücke sammeln. Ein bisschen Stress ist das schon. Darum gibt es nur schnelle Küche. Petra macht Nudelsalat. Denn noch dauert mit dem Wohnmobil alles ein bisschen länger. Das ist schon viel Arbeit, ja. Hast du eine halbe Stunde bis drei Viertelstunde, je nach dem, was du willst und was du hast, hast schon zu tun. Haben uns ein Bier verdient doch hinterher. Und das bei einem schönen Lagerfeuer vorm Wohnmobil. Gleich weiter zum nächsten Highlight. Lüneburg ist für die Erbslös eine Entdeckung. Die mittelalterliche Stadt blieb im Zweiten Weltkrieg unzerstört. Viele Häuser stehen schief, weil jahrhundertelang unterirdisch Salz abgebaut wurde. Klein Venedig an der Ilmenau. Das Paar hat Strecke gemacht. Der hat jetzt insgesamt 700 Kilometer runter. Wir sind gestern die 450 gefahren, so an einem Stück, mit kurzen Unterbrechungen. Ließ sich gut fahren. Auf der Schlösschenbrücke haben Petra und Rüdiger nach 43 gemeinsamen Jahren immer noch Lust auf ein Liebes-Selfie. Alles richtig gemacht bis jetzt. Ja, war eine gute Entscheidung. Und dann einpacken und weiterfahren, ne? Ja. Ihre zweite Tour ging an den Rhein. In Bingen gibt es viel zu sehen. 13 Burgen, Schlösser und Ruinen liegen in der Region. Freie Wohnmobilstellplätze sind dagegen selten. Glück gehabt. Die Erbslös ergattern einen der letzten freien Plätze. Ich mach so. Hi. An diesen Wochenenden ist das Wahnsinn. Die Nachfrage. Ein Tetris für Erwachsene. Wir haben teilweise zwischen 50 und 150 Anfragen pro Tag, die einfach auf der Suche sind nach Stellplätzen. Zelte und Wohnwagen sind hier verboten. Alles ist auf Wohnmobile ausgerichtet. Und für die Parzelle ist eine Punktlandung nötig. Da muss ich noch mal nach vorne. Noch mal nach vorne. Du hast jetzt hier noch so Ach, viel Platz. Ach, der Streifen ist er. Okay. So. Gegenlenken, gegen andersrum. Andersrum. Bist wieder so schräg. Bist du wieder so, ne? Ja. Du hast verkehrte Idee. Kannst du bitte was netter sein? Ja. Weiter, noch was. Weiter, weiter. Jetzt muss aber gut sein. Stopp. Oh. Okay. Die Lage am Rhein kaum zu toppen. Aber nachts kann es hier schon mal unruhig werden.
diese Schiffsdiesel, die rattern hier vorbei. Aber gegen 5 haben wir uns dran gewöhnt. Und dann sind wir noch mal tief und fest bis nach 8 eingeschlafen. Erbslös sind Entdecker. Vom Campingplatz geht es mit dem Fahrrad in die Stadt. Ich schätze mal, so 2 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, bist du mitten im Leben und das ist okay. Seit 8 Wochen Camper und schon 3000 Kilometer gemacht. Die erste Zwischenbilanz ist positiv. Mittendrin auf dem Heimweg sagt sie, das war eine gute Idee. Mhm. Ich sag, was? Ja, dass wir das Wohnmobil gekauft haben. Petra und Rüdiger sind so begeistert von ihrem Wohnmobil, dass sie auch im Winter losfahren. Upgrades bei der Gasversorgung und der Isolierung sollen den Camper wintertauglich machen. Ihr Ziel? Das verschneite Oberammergau. Der hat jetzt Strom. Dadurch ist schon mal die Grundversorgung gewährleistet. Gas haben wir auch. Das Wichtigste ist, dass die Heizung es tut. Ne? Alles andere ist egal. Ne? Ein Hingucker, auch für Nichtcamper. Petra und Rüdiger entdecken Kloster Ettal, 4 Kilometer entfernt vom Campingplatz. Petra ist katholisch, Rüdiger evangelisch und schon vor Jahren aus der Kirche ausgetreten. Aber hinter diesen Türen wird der Schreiner ganz andächtig. Das ist unglaublich, wie die Menschen dieses Gebäude gebaut haben. Das alles zusammen bringt jetzt gerade Pippi in den Augen. Ja. Ich bin immer für einen lockeren Spruch da. Immer haue ich noch einen raus, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist aus. Aber nur für einen kurzen Moment. In Garmisch-Partenkirchen wartet Luxuscampen. Erbslös übernachten auf einem der knapp 70 deutschen 5-Sterne-Campingplätze. Das ist im Preis inklusive und das steht auch nur Ihnen zur Verfügung. Das ist also Ihr persönliches Privatbad. 1 von 50. Unser Wohnmobilbad hat ja so viel Platz wie die Toilette im Prinzip. Ein Badezimmer wie daheim. So lässt sich das Wintercamping genießen. Und der Ausblick soll sogar schöner sein als zu Hause. Wäre da nicht das Schneegestöber. Auf der Reklame steht mit Aussicht auf Zugspitze. Von unserem Platz sehen Sie das Zugspitzpanorama. Ja, vielleicht hängen die morgen eine Leinwand dahin. Spann die auf. So schön gemalt. Hier wäre. Petra und Rüdiger sind mit Wohnmobil zum ersten Mal im Schnee gelandet und bereuen nichts. Es ist kalt, aber ihr Wohnmobil Olaf hält sie warm und trocken. Und dafür haben sie ihm sogar ein Denkmal gesetzt. Sehr schön machst du das, Rüdiger. Hast du gut gemacht. Ja, ich bin ja eher fürs Ausziehen zuständig, nicht fürs Anziehen. Ach, also. Vor 44 Jahren haben wir uns kennengelernt, lieben gelernt. Und jetzt bauen wir Olaf. Herrlich. Und vor einem Jahr haben wir einen Camper gekriegt und schon stehen wir im Schnee. Ist unglaublich. Ein Träumchen. Zum Abschied grüßt dann auch endlich die Zugspitze im Sonnenschein. Wintercamping erfolgreich bestanden. 11.000 Kilometer haben Erbslös schon im Wohnmobil zurückgelegt. Eines ihrer Highlights, die Insel Usedom. Entfernung 730 Kilometer. Eine Woche Ostseecamping ist der Plan. Erstes Ziel, Heringsdorf, eines der beliebtesten Seebäder nahe der polnischen Grenze. Mit ihrem Camper dürfen sie aber nur am Ortsrand parken. Ostsee war noch nie so ein Ziel, auch vor der Wende noch nicht. Dieses Flair dieser Ostseebäder, ich lass mich überraschen. Heringsdorf und die Bädervillen, das ist schlichtweg schön hier. Das ist Traum. Das ist toll. Jeden Tag gibt es nach kurzen Fahrstrecken Neues zu entdecken. Auf der Halbinsel Fischland Darß-Zingst sogar eine Gondel, um in die Unterwelt der Ostsee abzutauchen. Das ist majestätisch, ne? Ich habe schon mehr gesehen, als ich zu hoffen gewagt habe. Ja. Echte Überraschungen dürfen wir miterleben. In Kühlungsborn. Hier ist einer der größten Campingplätze an der Ostsee. 12 Hektar groß mit 600 Stellplätzen. Gigantisch. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Ist so riesig. Also ich kenne so aus Filmen kenne ich so Plätze in Italien, die so 2 Millionen Menschen aufnehmen. Ich habe gedacht, bist du in Italien oder wo ist das jetzt hier? Der Campingpark Kühlungsborn mit direktem Strandzugang. Die Ostsee-Campingtour von Petra und Rüdiger geht hier zu Ende. 6 Tage waren fast zu kurz für ihre zahlreichen Eindrücke.
alles hat seine Reize, seine Schönheiten. Aber man sollte alles gesehen haben, nicht nur den Ostseestrand und die Ostsee, sondern auch mal ins Landesinnere fahren, weil das ist ganz erstaunlich, wie schön es da sein kann. Ostsee, wir kommen bestimmt noch mal wieder. Ja. Aber Erbslös sind Spanien-Fans. Die 1500 Kilometer schrecken sie nicht. Hauptsache Sonne. Statt Herbst in Deutschland 3 Wochen Costa Dorada. Spanien wird zu ihrem Campingland und Reisen bildet. Rüdiger hat einen heißen Tipp. Also das steht grundsätzlich fest, dieses Nord-Süd-Gefälle. Je südlicher man kommt, desto höher sind die Temperaturen. Man lernt nicht aus. Deshalb begleiten wir die Erbslös, unsere Meilenfresser, gerne auch in diesem Jahr auf ihren Reisen. So, jetzt weiß ich auch, warum du meinen Mülleimer nicht haben wolltest. Ach. Der ist ja wirklich schöner. Ja, meine ich doch auch, ne? Sehr schön. Aufräumen ist angesagt. Ja, dann legen wir mal los. Wir dann probieren mal. Probier mal aus den Schaber. Und während wir hier aufräumen, könnt ihr mir mal erzählen, so von den ganzen Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt. Ne? Was ist denn so das, wo ihr sagt, ja, das würden wir jetzt wirklich nicht nochmal machen? Also Wintercamping ist nicht ganz so unser Ziel mehr, das zu machen. Also es war gut, aber vorerst nicht. Olaf hat sich gut verhalten im Schnee, war super. Aber Sommer ist und Sonne und Frühjahr, Sommer und Herbst ist eigentlich unsere Zeit. Ne? Ja, okay. So, und was sagst du so zum Ergebnis? Finde ich gut. Funktioniert. Einwandfrei. Braucht das Papier nicht mehr, hab Müll gespart. Wunderbar. Prima. Ja, komm, dann pack mal zusammen. Wenn ich schon mal da bin, wasche ich jetzt auch für euch ab. Sehr schön. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Hier in Hattingen ist alles möglich. Einmal. Du kommst da mit zu uns, ne? Ja, alles klar. Komm, ich nehme dir das. Soll ich das mal so lange halten? Ich gebe dir das an und dann. Nehmen wir ja schon hin. Milch einmal zurück. Wunderbar. So muss ein Kühlschrank aussehen. Übrigens, wer ohne Kühlschrank campen will, aber nicht auf leckeres und gesundes Essen verzichten möchte, der sollte jetzt genau aufpassen, denn für den haben Jacqueline und Cedric einen ganz besonderen Tipp. Unsere Einmachglas-Camper. Schmeckt wie zu Hause, aber man hat einen besseren Ausblick dabei. Unterwegs ohne großen Aufwand, schnell, lecker und gesund essen. Jacqueline und Cedric haben uns gezeigt, wie das geht. Und haben sich so einen Platz unter unseren Besten verdient. Zum Frühstück gibt es heute eingeweckten Milchreis mit Zimt und Zucker. Die beiden fuhren im letzten Jahr mit ihrem Dachzelt nach Norwegen. An der Küste entlang ging es bis auf die Lofoten, nördlich des Polarkreises. Zwei große Naturliebhaber mit viel Sinn für guten Geschmack. Der Traum ist, morgens aufzuwachen, das Zelt oder die Zelttür aufzumachen und dann einen atemberaubenden Ausblick zu haben. Simples Frühstück, Rucksack packen und los. Zum Kochen fehlt da oft die Zeit. Und nach einem anstrengenden, langen Tag manchmal auch einfach die Lust. Deshalb bereiten Jacqueline und Cedric immer alles zu Hause vor. Das Wichtigste ist, sauber und steril zu arbeiten beim Einwecken. Dass man darauf achtet, dass man keine dreckigen Hände hat, keinen Löffel, von dem man schon mal probiert hat. Darauf, dass die Zutaten einwandfrei sind. Wenn man schon irgendein Gemüse hat, was angedötscht ist, kann das hinterher hochgehen. Die Methode des Einkochens wurde schon im 19. Jahrhundert entwickelt. Jetzt ist der Trend zurück. Einkochen ist wie gemacht für Camper, die keinen Kühlschrank dabei haben. Reichst du mir die Gläser gleich an und füllst den Trichter, stellst den Trichter um? Hm. Legst du schon direkt einen Deckel drauf? Hm. Wenn die Gewürze mehr durchgezogen sind, schmeckt es intensiver. So gerade Curry ist super lecker. Auch das Rahmgeschnitzelte, was wir hatten, ne? Mit dem Weißwein, das hat echt gut durchgezogen nach einer Zeit. Heute gibt es Pilzrahmengeschnitzeltes. Einfach schnell aufgewärmt bei kalten 8 Grad, Wind und feuchtem Wetter. Schmeckt besser als zu Hause, schön durchgezogen die Soße. Und bei dem Wetter ist was Warmes auch was besonders Feines. Definitiv. Dazu gibt es Nudeln. Damit die nicht ewig lange kochen müssen, haben Jacqueline und Cedric zum Campen besondere Nudeln dabei. Das sind Udon-Nudeln aus dem Asialaden. Die sind super, weil die schon vorgekocht sind und man die nur 3 Minuten mit ins Wasser machen muss, damit die dann flüssig oder was, also sich verflüssigen, weil die in so einem relativ festen Zustand sind und dann sind die direkt fertig. Gesundes Essen schnell zubereitet. Das geht, braucht aber Vorbereitung. Lohnt sich das? Wie viel Arbeit macht das Einkochen wirklich? Nicht so viel, ne?
Man vergleicht es dann ja auch schnell immer mit, was ist, wenn ich mir eine Konserve kaufe oder irgendwo Fastfood esse, an alles, was ich schnell rankomme. Und dann bevorzuge ich natürlich deutlich das, was ich sonst zu Hause auch koche und esse. Fertigprodukte gibt es bei den beiden nicht. Selbst Zutaten wie getrocknete Kräuter, Gemüsebrühe und Gewürze stellt Jacqueline selbst her. Jedes Glas hat seinen Platz und wird von Hand beschriftet. Das beeindruckt uns. Schatz, kannst du bitte noch Tannenhonig aus dem Keller holen? Alles klar, hol ich hoch. Bis gleich. Bis gleich. Wenn die beiden einkochen, dann gleich mehrere Gerichte. 6 bis 8 Portionen. Ein halber Tag und schon sind die Vorräte für 2 Wochen Campen eingekocht. Unterwegs hätten wir ein Brot dabei auf Wanderung, wo man dann einfach ein Stück Salami oder sonstiges zunimmt, was sich gut hält. Und abends ist die Auswahl dann relativ groß. Curry, Leberkäse. Ja. Also, da sind schon so ein paar Sachen. Die eingekochten Gerichte halten sich mehrere Monate und können problemlos im Auto gestapelt werden. Ich wollte einfach Currywurst machen. Currywurst, ein Stückchen Heimat aus dem Kofferraum. Und bei Wandertouren? Da sind Einmachgläser zu schwer. Aber auch dafür haben Jacqueline und Cedric eine Lösung. Dörrfleisch aus dem Dörrautomaten. Es ist eigentlich immer cool, so unterwegs zu essen, einfach gerade auf Wanderungen, weil es sich halt enorm gut hält. Und ja, ein bisschen nährhaft. Und ist einfach lecker. Beim Dörren wird Wasser entzogen. Dadurch wird Fleisch, aber auch Obst ungekühlt haltbar. Das sind schön dicken Stücke raus, ne? Mhm. Einfach, praktisch, lecker. Das gefällt uns und gibt Kraft für die nächste anstrengende Bergtour. Der Ausflug entschädigt, ne? Nicht alle Camperinnen und Camper mögen es so einfach und natürlich. Wer mal etwas edler campen möchte, für den ist vielleicht ein Glamping-Zelt das Richtige. Glamourös campen mit Küche und einem großen Bett gibt's zum Beispiel im Naturport Borkenberge, hier bei uns im Westen. Tja, ist Glamping jetzt noch Camping? Da scheiden sich die Geister. Aber wir haben in unserer Sendung ja viele schöne andere Campingmöglichkeiten gezeigt. Übrigens, die meisten Camper werden vermutlich in diesem Jahr auch nicht nach Holland, Schweden, Italien oder Spanien zum Campen fahren, denn ein Drittel der Deutschen bleiben einfach hier und machen hier Urlaub, weil es hier einfach schön ist, wie hier im Münsterland. Egal wo, wie und mit wem Sie campen, ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, eine schöne Saison und bedanke mich fürs Zuschauen.